ich bin Karima von Einfach Backen und heute machen wir Muffins, ein ganz simples Grundrezept. Dazu brauchen wir Butter, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver und noch etwas Salz. Als erstes nehmen wir die Butter. Die sollte etwas weich sein, aber nicht allzu weich. So am besten so bei Zimmertemperatur ein paar Stunden vorher stehen lassen und dann bietet die sich optimal an. Dann kommt der Zucker hinzu und das Salz. Und das Ganze wird jetzt erstmal schaumig geschlagen. So. Jetzt unterbrechen wir kurz, denn es geht jetzt weiter mit den Eiern. Die kommen jetzt in eine separate Schüssel. Und die kommen jetzt einzeln in die Schüssel. Also das wird jetzt ein bisschen tricky, aber wir probieren das. So. So, jetzt kommt das Backpulver noch zum Mehl. Und das Ganze fügen wir jetzt noch hinzu in die Schüssel. Ich habe den Backofen jetzt schon mal bei 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt können wir nämlich in der Zeit den Teig auf die Muffinform verteilen. Das ist ja praktisch sozusagen ein Grundrezept. Ihr könnt die Muffins natürlich ganz normal einfach so backen, ohne großen Schnickschnack, aber ihr könnt die Muffins natürlich auch richtig pimpen, falls euch das auch ein bisschen zu langweilig ist, mit Schokolade, wie in unserem Fall, oder mit Früchten, Blueberries zum Beispiel. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was euch am besten schmeckt. So, und dann habe ich mir, wie gesagt, die Silikon-Muffin-Form geholt, dazu 2 Esslöffel und jetzt portionieren wir das Ganze. So. Jetzt kommt der aufregende Part für alle Schokoliebhaber da draußen. Ich mache jetzt ungefähr die Hälfte, die lasse ich ganz normal und die anderen 6, die kriegen eine ordentliche Ladung Schokolade, damit mein Kameramann Thomas auch happy ist. Und die kommen jetzt für 25 Minuten in den Backofen. Ich sage jetzt mal circa 25 Minuten. Ihr könnt natürlich immer die Holzstäbchenprobe machen. Das heißt, einfach rein und dann schauen, wenn ihr rausgezogen habt, wenn da noch ein bisschen was am Zahnstocher beispielsweise hängen bleibt, dann ist der Teig noch nicht durch, dann noch ein bisschen länger backen. Aber falls nichts mehr am Holzstäbchen hängen bleibt, dann sind die Muffins sozusagen gut. Und voilà, fertig sind unsere Muffins. Die duften auch richtig gut. Ja, und hier ist wie gesagt auch unsere Schoko-Variante. Da haben wir einfach das Grundrezept noch ein bisschen gepimpt mit Schokostreuseln. Aber ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt, das könnt ihr einfach frei beliebig machen. Auch mit Früchten, ganz egal. So sieht es auf jeden Fall aus, wenn ihr einfach das ganz normale Rezept macht, ohne großen Schnickschnack. Sind auch auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, lecker. Ja, ich hoffe, das Rezept hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr noch viele weitere leckere Rezepte wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Einfach-Backen-Kanal und den Link zum Rezept findet ihr unter dem Video. Ihr könnt es euch natürlich auch ganz einfach machen und einfach nur ein bisschen Puderzucker drüber streuen. So, das war's. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid. Bis dahin. Tschüss.